scheiß Zeilenkombinationen komme ich nicht klar. Ja, ohne Spaß, du musst halt nur gucken, in welche Richtung du rennen musst. Nein, ja, der feine Herr muss sich teleportieren. Da seht ihr mal, was für ein Faultier und Schummler der Erik ist. Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo. So, und wir gehen jetzt ins Dorf. Oh, hast du das Dorf? Oh, das sieht fett aus. Aber erstmal ein Zombie-Ding, das Skelett machen. Das sieht fett aus, das Dorf. Das ja, ohne Scheiß. Voll geil. So, was wird als erstes... Was wird als erstes kaputt gemacht? Ey, das sieht sogar echt cool aus. Das liegt auf so einem Hügel. Und die Häuser sind alle angepasst dadurch. Ja, ohne Scheiß. Und hier vorne wächst sogar... Die ist hier, Achtung, Spinne. So, gucken wir mal den Leuten hier. Also sieht aber echt cool aus hier. Ja, alles klar. Also, ja, sehr gute Konstruktion hier. Komm mal her. Was los? Baufehler hier? Oder die Konstruktion ist doch mega genial. Ja, also wenn da jemand rein will, dann viel Spaß. Ne? Ja. Gibt's hier irgendwo Kisten? Ja, tatsächlich. Äpfel, nice. Ja. Wir gucken hier oben auf, Mann. Ha. Hm. Ha. Boah, haltet doch alle mal die Schnauze. Jetzt rede ich. Ey. Hier sind Dorfbewohner. Ha. Jetzt fällt mir rein, wir sind ja jetzt im Dorf. Weißt du, was das oh, ist? Creeper! Selbstmordanschlag, alles klar. Ne, der läuft erstmal da rein. Hallo. Nein, Mann. Ich töte die nicht, ich will nur gucken, was die haben. Geil. 7 Diamanten. Nee, wie heißt das? Was? Smaragde. 7 Smaragde habe ich jetzt bekommen. Für was denn? Von Kohle. 18 Kohle für 1 Smaragd. Toppreis. Den habe ich gerade schon gehabt. Und? Die haben alle das gleiche. Und dann gibt er mir vor das Scheißangebot. Er gibt mir 6, für 6 Smaragde kriege ich ein Eisenhelm. Ja, nice. Wird eine Verarsche, ne? Aber trotzdem, mit diesen Smaragden kann man richtig gut handeln. Wir finden jetzt vielleicht einen guten. Der wird ja, was hast du denn jetzt? Ja, was jetzt? Ist er verzaubert? Will ich nicht. Ich kann nicht mit ihm reden. Oh. Ey, sag mal, bist du behindert? Da irgendwo war Wasser. Ich wollte mit ihm reden. Gut. Jawohl. 9 Eisen für 1 Smaragd. Ja, genau, habe ich auch gerade gedacht. Das ist eigentlich ein mega gutes Angebot. Ja, weiß ich nicht. Hat der irgendwann hier noch was Interessantes drin? Nö. Hm, boah, Alter, die gehen mir auf den Sack. Hier oben ist noch was. Gucken wir noch ein paar andere Bewohner. Ja, ich guck mal hier oben. Leute. Okay. Die haben eine ganze Menge von diesem, Ah, dies hier, ne? Ja, genau. Ja, wir können ja ein bisschen Futter mitnehmen hier. Alle Fälle Brot, würde ich sagen, ja, dies hier, keine Ahnung, was man damit anstellen kann, ob das jetzt nur fürs... Ohne Spaß, schade, das ist nicht vorbei. Komm ich in das Haus hier rein? Gar nicht, du weißt doch, die Dorfbewohner bauen so geil. Hallo Zombie, verzieh dich. Verzaubertes Buch, Nemesis der Gliederfüße. Genau. Bei 2. Oder 2 halt. Alter, ich will hier runter. Was habt ihr denn für ein beschissenes Haus gebaut? Die Tür, ja genau, die Tür führt direkt vor eine Wand. Was seid ihr irgendwie doof? Das ist nur ein Scheiß. Ist es. Oh, hier haben wir Stärke 2. Ja, ich weiß, hab ich schon gesehen. Wo ist denn dein Kollege jetzt hin? Hallo? Wo ist denn jetzt hin? 11 Meter? Was ist los? 11 Meter Italien? Oder Freischuss? 11 Meter, scheiße. Moment, muss ich wieder gucken. Ich gucke hier. 11 Meter für wen? Italien. Top. Scheiße. Fuck drin. 1-1. Ja. Oh shit. Ach, hier ist er. Ja, das ist ja doch ein bisschen interessant, leider. Warum läuft der weg? Spaß. 18 weiß. Schon, dass Deutschland ins Finale kommt. Wir sind erstmal Halbfinale. Aber ja, ich weiß. Ich habe kein rohes Essen, du Depp. Ohne Spaß, Behutsamkeit. Hast du ein Buch?
vorne ist eine Bücherei, die kann. Ja, hol dir mal ein Buch und dann kommen wir mal. Ja. Boah, Alter, Spaß, die gehen mir gerade voll auf den Sack. Ja, ist ja gut. Komm mal her, eben zu mir. Gib mir mal ein paar Smaragde. Töchchen. Oh, ich muss wieder lecken. Wo bist du denn im Gesicht? Hier ich hab den Schmied gefunden. Der Schmied hat mir immer gute Angebote. Ich habe hier einen mit Behutsamkeit, das heißt, wir können dann Eis und so abbauen. Hier oben bin ich. Geh mal eben, ich glaube, es waren 12. Gib mal alles mal ab, der, die du hast. Ist der Hund oder was? Alter, warum habe ich jetzt schon noch mit dir zu reden? Bam. Ey. Nee, ist er nicht. Gib mal Smaragde. Hier vorne sind noch einige. Ja, okay, einer hier, warte. Das oben noch so weit geht. Das ist der hier. Der weiß es, das. Geil. Hast du Smaragde? Ja, klar. Dann gib mal Smaragde her. Du fandest so viel Papier oder was? Jo, so viel Smaragde wir da haben. Gib jetzt mal einen Smaragd her. Oder ja, 12 Smaragde. Hier vorne liegen welche. Scheiße, reicht nicht. Brauchst du noch mehr? Ja, ich brauch 12. Ich kann dir noch welche besorgen, aber keine 12. Ja, ich helf mal mit. Ich will jetzt mit das Ding haben. Halt, bleib mal hier. Jawohl. Hol mal. Wie viel 12 brauchst du insgesamt noch, ne? Ich brauch insgesamt 12, ich brauch noch 5. Gut. Jetzt hab ich hab grad 2. Feuerschutz 1 hat der hier noch. Und du hast. Auch noch ein bisschen Kohle. Wie viel hast du jetzt? Erik? 2. Ist klar. Aber warte, ich habe hier noch. Der eine will hier 28 Papier fürs Markte. Wir haben hier vorne eine Bücherei. Ja, die bringen aber kein Papier. Ich hab jetzt schon. Ja? Ich hab's schon. Gib mir einfach noch deine zwei. Wo bist du denn? Hallo? Ja, wo bist du denn? Ich bin gerade in der Bücherei. Ich wollte gerade was gucken. Ja, komm her. Hast du genug oder willst du noch mal eine 2? Ich brauch deine 2 noch. Achso, gut. Genau, da bist du. Schön. Danke. Einmal fett getauscht. Nee, ist falsch. Dafür habe ich nämlich extra ein paar Smaragde mitgenommen. Wo ist denn da? Behutsamkeit, Hammer, geil. Ja, hier, das könnt ihr behalten. Ich hole mal noch das Essen von der Farm ab. Ja. Dann. Geil, das ist schon mal gut. Soll ich hier Radieschen mitnehmen? Können wir Radieschen so essen? Ich hab keine Ahnung, ich hab die noch nie versucht zu essen. Ich probiere das jetzt mal aus. Okay, die bringen einen halben zurück, hammergeil. Ich hau eine Pflanze weg und es kommt Cobblestone zum Vorschein, alles klar. Seems legit. Alles klar, okay. Dann bin ich das geilste Dorf aller Zeiten. Ja. Ja, wir haben Behutsamkeit, das ist schon mal ganz geil. Ah, das stimmt. Das ist geil. Damit können wir sowas wie Eis abbauen. Zum Beispiel. Boah, Alter, da gehen wir nicht voll auf den Sack, ey, und Spaß. Haltet doch euer dummes Maul. So eine scheiße Kohle. Hier sind auch noch Karotten, wenn du willst. Karotten, ja, ich hab mal Kartoffeln geholt. Ja, haben wir schon Kartoffeln? Wir haben keine Kartoffeln zu Hause, ne?
Ja, eben, deswegen habe ich mir gerade welche. Hier sind auch noch welche bei mir. Ja, bring mal. Ja, ich bin in der. Ich habe kein Inventar frei. Oh, schade. Spaß. Mach eben gebratene Kartoffeln raus. Ja, ist gut, dann kannst du gleich noch mehr machen. Hast du noch ein bisschen Kohle über? 27. Alles klar. Ja. Ich bring dir das einmal. Da. Alter, die Lex, ey, ohne Spaß. Was leckt denn da heute? Ich hab irgendwie Lex, weiß ich nicht. Hier, warte, halt. Hier. Da. Ja. Wo hast du die Kartoffeln? Die hatte ich noch nicht im Inventar, mein Inventar war voll. Achso. Ich hol die eben. Ha. Ha. Was ist denn jetzt hier drin? Ich hab doch gerade einen Inventar Platz frei gemacht. Ja doch, 2,5 füllen die auf als gebraten. Ja, gebratene Kartoffeln sind ganz geil. Noch Möhren. Ist das eigentlich nicht total illegal, dass wir einfach den Leuten gerade ihr ganzes Essen klauen? Und total unmoralisch? Ist doch total unmoralisch. Ah. Was wollen die denn machen? Nichts. Du hast keine Kakteen im Inventar, ne? Nee. Ja, hier vorne war noch eine Wüste, wenn du unbedingt welche brauchst. Ne, ich hab noch welche, aber dann. Scheiße, ich glaube noch die 5 Steak, weil. Nehme ich auch noch alle Karotten hier mit, oder zumindest mal ein Steak. Weil schon echt eine Menge. Da. Was? Wir haben euer Essen nicht geklaut. Das waren unsere Nachbarn. Ja. Wir würden sowas nie tun. Aber hier vorne sind noch eine Menge Pilzbäume. Ja, Moment, ich muss noch Kartoffeln. Hast du noch Ofenkartoffeln? Ich brate mal eben die Kartoffeln. Wo ist denn hier ein Ofen mit Kohle drin? Oder in der Bücherei stehen welche. Hast du die Kohle mitgenommen? Ja, die sind schon in den Öfen. Also. Wo ist jetzt? Ich jetzt wüsste, wo jetzt die Bücherei ist? Ja, das ist gut. Da waren wir doch eben schon. Passt doch nicht auf, ne? Nee, überhaupt nicht. Aber ein schönes, enttäuscht. Schönes Dorf. Ach ja, kennst du mich doch. Nur noch 2 Äpfel, falls wir die brauchen. Ja, die kannst du gerne behalten. Nee. Hast du auch was? Ich hab keinen Platz. Oben, ne? Ja. Ich frage mich ja, was man aus Radieschen machen kann. Ach, das Ding hier. Ja. So, Essen haben wir jetzt erstmal, glaube ich, genug. Gerade schon wieder ein Tor für Italien. Das ist glücklich. Ja, hä? Ja, auch hä. Ist hier eigentlich ja. Ja, das eine Weizen kann jetzt hier liegen bleiben. Ohne Spaß, erstmal das Essen voll auffüllen. Ja, das mach mal. Ja, wir sollten nicht alle Kartoffeln verballern, ne? Nee, stimmt. Ich nehme mal hier ein paar raus, 6 Stück oder so. Ja, alles klar, das ist gut. Ich hätte jetzt tatsächlich alle verbrannt. Ja, ich eigentlich auch, bloß mir fällt gerade ein, wenn wir jetzt alle verbraten. Haben wir keine mehr zu anpflanzen. Kann man nicht anpflanzen, das ist scheiße gelaufen. Gut aufgepasst, Dr. Watson. Ja. Ich weiß nicht warum, ich bin Sherlock Holmes. Ich mag Sherlock Holmes. Ja, sicher. Ich mag Sherlock Holmes. Ja, ich weiß. Ich habe auch alle Romane und Kurzgeschichten von ihm geschrieben, alle offiziellen Kanonwerke. Und jetzt fühlst du dich auch wie Sherlock. Ja, ich bin total Sherlock Holmes. Ich habe auch die Sherlock-Serie von BBC gesehen. Und Elementary und die Sherlock-Filme mit Robert Downey Jr. Wo er von bald ein Dritter kommen soll. Mit Zeitreisen nach Jude Law. Ach ja, Jude Law.
Spaß, wir hatten das Dorf hier gebaut. Das war voll die Schnapsidee. Guck mal, hier ist ein Loch in der Decke, ist doch voll scheiße. Und wir mussten hier noch einen Aufstieg für die Tür hinsetzen. Und das Ding hat. Oh, guck dir mal das Ding an. Da kommt man auch nicht vernünftig rein. Guck mal. Wenn man da vernünftig reinkommen würde. Ach ja, warum habe ich eigentlich Öfen da hinten hingebaut, wenn wir hier bei der Schmiede auch zwei haben? Aber hey. Das weiß ich nicht. Doch, du. Vergiss nicht, die Krone gleich wieder einzusammeln, ne? Und es laggt, ist doch schön. Hier, der ist schon durch. Nimm lieber die Ofen, nimm mal die Kohle mit, der Ofen ist egal. Alter, Deutschland, jetzt gibt's nicht aus der Hand. Ihr seid so kurz davor, Italien zu besiegen. Das macht nur Spaß. Brauchst du gerade irgendwas Schönes? Lass doch hinkriegen. Wie viel ist noch? Wie viel Zeit ist noch? Offiziell 1 Minute und 14 Sekunden. Nee, das ist ja nicht viel. Ja, Nachspielzeit gibt's auch noch. Ja, genau, meine ich. Aber ist eigentlich auch nicht so viel, oder? Geht, hier. Gomez hat sich vorhin verletzt. Ach so. Könntest du eine Minute oder zwei oder so was draufkommen? Ich habe jetzt auch nicht ganz aufgepasst, muss ich gestehen. Ja, Freunde! Was tut ihr da? Achso, ein bisschen Mangriff. Aha. Hier ist noch Kohle drin. Ja. Gesnackt. Gut. Alles klar, dann. Ja, vielen Dank für eure Bewirtung, liebes Dorf. War sehr nett. Wir gehen weiter. Aber komplett ausgebeutet, aber dann wollen wir nicht benutzen, das Wort. Das haben wir auch gar nicht. Wir sind ja nett. Wir beuten nur nicht. Wir beuten nur nicht aus. So. Ja. So, hier sind wieder Pferde. Guck mal. Wir haben doch schon unsere Pferde. Wir würden uns töten für Leder, aber will ich nicht. Die machen immer so böse Geräusche. Ja, die sind. Umbringt. Aber das Pferd da vorne, das braune, das sieht geil aus. Das, wo du vorne eben stehst, mit den Flecken. Ja. Ich finde eher die etwas dunkle mit dem komischen Rückenmonster cool. Und die schwarzen hier. Hier vorne dieses schwarze. Ich hab ja schon. Hier, Esel. Esel, ja, du bist auch so ein Esel. Esel sind voll geil. Die können nämlich Kisten ja tragen. Genau. Wie zählt das man? Lohnt sich da echt. Moment, zählt man die nicht mit Karotten? Ne, scheiße, Moment. Nein. Esel. Pferd. Du hast doch noch eine Kiste, oder? Ich hab zwei Kisten mit, ja. Sam. Esel. Ich möchte gern Esel. Ja, Esel. Erstmal einen Sattel. Oh, ohne sowas. Wie kann man den Esel zähmen? Das ist nicht so wie ein Pferd, würde ich sagen, ne? Würde man. Ja, ich versuche ihn zu zähmen. Okay. Kann man einen Esel zählen? Mit einem Hafersack, keine Ahnung. Nachspielzeit. Minecraft. Ich bin gespannt. Ja, 2 Minuten/Stunde. Sam. Ist davon auch ein Livestream, den man sich online angucken kann? ARD. Ja. Ich möchte den Esel. Das wäre jetzt ganz wichtig, wenn wir die Esel hätten, dann können wir nämlich unseren ganzen Scheiß mal in der Kiste tun. Das stimmt wohl.
oder eine Karottenhute oder sowas? Wie macht man denn eine Leine? Wie kann ich jetzt Esel zählen? Eine Leine brauchst du Schleimball für. Ich hab zwei. Echt? Das reicht. Du brauchst nämlich nur einen. Ich glaube, du musst Faden, oder war das Faden? Ich weiß es nicht. Aber ich kann ihn nicht zähmen. Oder bist du jetzt gezähmt? Ja, man kann nur Esel auch gar nicht hier zähmen oder sowas. Nee. Den musst du wirklich an die Leine nehmen. Den kann man gar nicht reiten. Ja, reiten kann man die auch nicht. Aber ich möchte die gern zähmen. Nee, eben. Ja, zähmen kann man die natürlich auch nicht. Du kannst die, glaube ich, halt nur mit der Leine. Alles klar, ich bin mal, ich bin so verwirrt da. Wahrscheinlich braucht man Spinnensachen dafür, wa? Ja, hey. Ich weiß auch gerade nicht, wie man eine Leine erstellt, aber. Ja, ich guck gerade nach. Ach, jetzt halt mal die Klappe, Skelett, du Nervs. Hallo. Wahrscheinlich brauche ich jetzt drei Schleimbälle dafür. Dann kriege ich eine Krise. Ne, aber ich brauche Strings. Ich brauche 4 Strings. Und wir haben keine. Fuck. Spinnen. Kommt, spawnt. Ihr Huren. Ne, meine habe ich vorhin weggeschmissen. So ein Scheiß. Wenn du Spaß, hier müssen noch ein paar Spinnen-Spawner. Spinnen-Spawn. Ja, das hatten wir schon letztes Mal. Schrecklich. Aber ich bin nervös. Ich habe einen Sprachfehler. Ich will spinnen. Ich brauche Seile. Seile brauchst du. Ja, und vier Stück. Tönnest, da kommen ja ganze Seile raus, so 10 Meter Seile. Ja, voll realistisch. Vor allem, dass die Scheißviecher so groß sind. Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Ich hab ein bisschen Angst. Hier ist eine Hexe. Ja, Spaß, ich renn grad weg. Und die hat mich vergiftet. Fuck you. Spaß. Sie ist tot. Ha, ich krieg nicht mehr Schaden durch Vergiftung. Versuch mal nach Spinnen. Ja, mach ich doch gerade, deswegen bin ich ja weiter weggegangen. Ach, wie wir gerade voll aufgeregt sind. Spinnen auch nicht, ich weiß. Ist auch nicht Spaß, es ist dunkel, hier müssen irgendwo Spinnen sein. Ist doch nur Hohn. Normalerweise ist ja alles voller Gegner. Vor allem alles voller Spinnen. Ja, Creeper, du kannst dich am Arsch lecken. Zombies sind halt auch uninteressant. Ich will Spinnen. Verlängerung übrigens in Deutschland, ne? Da ist ein Enderman, ist mir auch egal. Spinnen, ich brauche Spinnen. Ist immer noch eins. Ein, Spinnen. Ist immer noch 1-1 oder wie schaut das aus? Verlängerung, ja. Jetzt hat die keinen gespawnt oder was ist doch schon Scherz? Was ist, wenn die jetzt beide 1-1 bleiben? Elfmeter schießen. Im Ernst, jetzt hat die Spinne hier. Spinne. Jawohl, Seite. Jawohl, verreck. Zombies. Ja, mir egal. Zombies. Ich cover dich. Hast du Platz für die Seite? Ja. Dann nehme ich mal kurz auf. Wie viel sind das? 2, ne? Ja. Ich weiß, muss irgendwo noch eine Spinne sein. Spinni, komm. Das Skelett kann mich hart am Arsch lecken, Spinne. Ich seh dich, Spinne! Jawoll, Attacke von oben. 3 brauchst du, ne? Ich brauch 4. So 4. Hier sind zwei. Hör auf, das Fett zu sch. Fett umbringen. Komm her, hier sind zwei. Ach da, ja, jetzt haben wir genug. 5 Stück. Alter, ein Herz, Junge, noch einmal mich betont. Ich wollte das Skelett abschießen. Komm zurück ins Dorf. Ja. Ich geb dir Feuerschutz. Esel wäre echt geil, weil dann hätten wir nämlich zumindest mal kein Kistenproblem mehr. Ja, das wäre echt cool, ja, stimmt. Oh, hier ist ein Creeper.
Lauf einfach weiter. Ja, mach ich. Zurück ins Dorf. Enderman, oh shit. Was ist doch? Da, ne? Boah, ich bin der Meister der Orientierungslosigkeit, ey. Und ich weiß so, 5 Meter aus dem Dorf, wo ist das Dorf? Weißt du nicht mehr, oder was? Doch, bin ich glaube ich schon mal ein Enderman. Ne, hier ist Lava. Da ist das Dorf. Oh, hier ist ein Enderman und ich glaube, der ist böse auf mich. Ja, ich weiß. Das sagte ich hier gerade. Oh, jetzt brennt er. Ja. Raun du nur. Aua, aua. Erst von Baum schubsen wollen, wa? Das sind die Liebsten. Da warst du. Da bist du, komm her. Und er ist tot. Aber ich habe keinen Platz für eine Enderperle, Kollege, es tut mir leid. Ich habe eine Enderperle. Ja, kannst du meinetwegen hier einen abholen. Auf dem Baum. Und es Spaß, wie schnell ich wieder Futter verliere. Wir sollten uns mal einen Heiltrank machen und ganz viele. Wir können keine Tränke brauchen gerade. Nee, ich meine auch nur irgendwann. Ich wollte es dir nur sagen. So klar. Ja, hast du schon 2-3 Mal gesagt. Ja, nee. Was du weißt. So, warte mal. Komm her. Gib mir mal eben die Seile. Nimm mal das ich Eisen. Unterstellen, ich mag nicht, wenn es regnet. Hier, da kriegst du doch das Eisen. So, zack, 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 zack. Jawoll. Und jetzt ab zum Esel. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, damit haben wir ihn nur alleine, aber ob wir den auch dann auch eine Kiste geben können. Ich wüsste ja nicht, wie sonst. Kann auch gut sein, dass wir erst einen Sattel oder so einen Scheiß brauchen und dann. Das kann sein und das wird ziemlich ärgerlich. Dann können wir die ganze Zeit entweder zurückgelaufen oder wir müssen ihn stehen lassen. Ne, ich nehme wieder mit. So, Esel. Wo seid ihr? Pferde? Esel, ich sehe dich. Sind zwei Stück. So. Also der ist scheiße. Nein, ich habe zwei Seile, ne? Ja, ist ja gut. Dann können wir Esel auch züchten. Geil. Arschloch Creeper, verzieh dich. Boah, jetzt kommen hier 5 Creeper an. Alles in Ordnung, Esel? Ja, ich glaube, denen geht's einigermaßen gut. Willst du auch einen Esel mitnehmen? Dann können wir die später züchten. Ja, Gebrüche haben wir beide ein Seil. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit denen? Weißt du, wofür ich bin? Dass wir nach Hause zurückgehen. Meinst du bis hin zum Canyon oder was? Nee, ich meine nach Hause. Das richtige Zuhause. Das richtige Zuhause. Oh shit, da brauchen wir 3 Folgen. Wir können ja anfangen. Ich laufe jetzt mit Richtung. Mit Esel oder was sagst du? Mit Esel. Aber trotzdem ein Zwischenstopp bei unserem Canyon oder was? Weiß ich nicht, wie wir dran vorbeikommen. Ich laufe jetzt nach dem Kompass. Achso, gut, dann kommen wir da nicht vorbei, weil dann müssen wir nämlich ganz anders. Nee, ich laufe jetzt direkt auf den Spawn zu. Ja, genau. Können Esel schwimmen? Nein. Echt nicht? Also, wenn du jetzt selbst ins Wasser gehst, dann geht, glaube ich, durch die Leine weg. Kannst du mal ausprobieren. Ja, der schwimmt. Okay. Alles gut. Ja, genau das wollte ich nämlich. Ja, nice, das funktioniert sogar, glaube ich. Kann das sein? Guck mal, bei mir ist er noch hinten dran. Ja, bei mir auch, alles klar. Der trinkt zwar vielleicht ein bisschen, aber gut. Nee, alles gut. Fahr du mal vor. Ja, boah, alles ja, klar. Hätte ich echt nicht gedacht, dass wir eben ein bisschen Esel mitnehmen können. Hammer, nice. Ja, dann würde ich sagen, auf nach Hause. Home sweet home. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten. Ja, dann würde ich mal fast sagen, beenden wir die Folge. Und geht zurück.
gehen zurück. Wir gehen dazu nach Hause und wir sehen uns dann am nächsten Part. Vielen Dank. Alles bis gute dann. Leute, und gleich ist Fußball vorbei. In der nächsten Folge wissen wir die Ergebnisse. Ja, bis dann. Haut rein. Tschüss.